Servus Leute und willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy X, dem HD Remaster auf der PS4. Beim letzten Mal habe ich hier ja angefangen, durch den Kanal der Buße mich durchzukämpfen. Und ja, ich stehe nun hier in der Nähe vom Ausgang und erstmal gibt es einen Zufallskampf. Was? Da kann ich nicht mal türmen. Na toll. Na dann beschwören wir eben Ixion. Dieser Gegner hier. Oh, setzt Wasser ein auf Ixion, genau. Naja, was soll's. So. Genau, ich wollte noch schauen. Ich wollte jetzt, bevor ich hier weitergehe, meinen Bestia eventuell noch Techniken lernen. Aber ich glaube, ich habe zu wenig dafür Vita. Oder? Ah ja, ich glaube, ich brauche 99, damit ich Vita lernen kann. Schade. Naja, Shiva könnte ich... Nee, ich will keinen Servopass verschwenden. Okay, dann lassen wir das. Okay. Nee, dann gehen wir jetzt einfach weiter. Das wird schon schief gehen. So, ich glaube, bei diesem Kampf hier können wir ja nicht fliehen. Da kämpfen wir eben. Bam. Der Gegner setzt Wasser ein auf sich selbst. Okay, dadurch steigt er seinen Angriff und er heilt sich. So, Lulu war noch nicht dran. Lulu wird hier kurz einen Prozess machen mit Blitzra. Bam. So, dann geht's weiter hier. Und nochmal ein Kampf. Noch aus diesem können wir, glaube ich, wieder nicht flüchten. Genau. So, Yuna war noch nicht dran. Okay, dann greif an, Yuna. So. Oh, ich habe gerade gesehen, Yuna kann weitergehen. Yuna lernt jetzt Reflex. Okay. Okay, gehen wir weiter. Lady Yuna, so it is you. Why are you here? We rode the airship to the Calm Lands, then came to Bevel. Maester Kinnock summoned us then, ordered us to deal with the traitors. You will fight us? The temple's orders are law. Even if you are Lord Braska's flesh and blood, you're a traitor. His guardians, I don't see them. Maroda and Passe are not here. I will do this unhappy deed myself. Forgive me, Lady Yuna. Okay, Isaru will uns jetzt aufhalten. Nämlich wird das ein Bestia-Kampf werden.
seht schon, Isao hat Ifrit eingesetzt. Against mine. Hier gegen Ifrit setzen wir am besten Shiva ein. Allerdings gibt es zu beachten, dass Ifrit seine Ekstase-Leiste voll ist. Das heißt, wir müssen jetzt unbedingt Ex-Foy auf Shiva einsetzen, damit der nächste Angriff uns nichts anhaben kann. Und dann können wir einfach ganz normal angreifen. Ja, Ifrit setzt jetzt Inferno ein. Allerdings wird uns das jetzt nichts anhaben, weil wir ja Ex-Foy eingesetzt haben. Bei Ex-Foy ist es so, der nächste Feuerschaden, der uns trifft, wird neutralisiert. So, wie ihr gesehen habt, Shiva war immun, sehr schön. Setzen wir wieder Ex-Foy ein. Und ja, ich glaube, ein Tiermannstaub reicht jetzt aus, um Ifrit zu töten. Ha. Als nächstes müssen wir gegen Walfaris kämpfen. Da setzen wir ganz einfach Bahamut ein. Gegen Bahamut kann Walfaris ohnehin nicht mithalten. Ich werde einfach mal Magie einsetzen. Mal angreifen. Komm, greif mich an, Walfaris. Ha. Genau das wollte ich, nämlich ballere ich dem jetzt ein Mega Flare rein. Und dann wird er tot sein. Ja. Das war auch ganz einfach gegen Walfaris. So, jetzt kommt der dritte und letzte Kampf. Diesmal beschwört Isao Bahamut. Und das ist jetzt schon ein bisschen schwieriger, der Kampf. Denn wie ihr wisst, Bahamut ist sehr stark und ja, dieser Kampf ist jetzt sehr schwierig. Ich kann jetzt natürlich meinen eigenen Bahamut nicht beschwören, das ist etwas schade. Ich werde jetzt einfach mal mit Ixion anfangen. Ich setze mal Ex-Vast zur Sicherheit ein, falls er mit Bahamut Vaska einsetzt. Und jetzt greife ich Bahamut einfach mal an. Oh, Ixion macht sehr viel Schaden. Er startet jetzt allerdings ein Countdown. Wenn dieser Countdown aus ist, wird der Gegner Mega Flare einsetzen. So.
Allerdings werde ich Bahamut jetzt am Ende bereiten mit Mjölnir. Ich glaube, das überlebt er jetzt nicht mehr. Ja, er ist tot. Okay, also dieser Kampf war eigentlich auch recht einfach. Stay away. Yuna, let's go. There's a way to the surface up ahead. Your pilgrimage is over. Yeah. So, das Geschehen wechselt nun von den anderen zu Titus, Riku und Walker. Hier gibt es eine Kiste, hier können wir Sachen kaufen. Nämlich von der Kiste aus. Das finde ich sehr witzig. Wir können von der Kiste aus Sachen kaufen. Naja. Und natürlich steht uns hier auch ein Bosskampf bevor, aber das wird sehr einfach. So, ich muss jetzt nur schnell schauen. Kann jetzt, glaube ich, mit, ja, mit 99 HI Portionen kann ich meiner Bestia Vita beibringen. Sehr schön, so kann ich mich wenigstens ein bisschen heilen mit dem Bestia. Okay, jetzt habe ich aber kein Geld mehr, hätte vielleicht doch nicht machen sollen. Egal, hier wird erstmal abgespeichert. So, dann müssen wir hier kurz auf den Sphärobrett weitergehen. Und was lernt Titus hier oben? Reddertschock, okay. So, alle sind soweit, ja. So, ist hier hinten noch etwas? Nee. Okay, dann geht es hier nun einfach den Weg entlang. Hier kommen erstmal ein paar Gegner, gegen die wir kämpfen können. Zum Glück habe ich ein paar Handgranaten gekauft. Sie treffen alle Gegner. Ding stirbst erstmal. Riku soll noch mal eine Handgranate benutzen. Autsch. Okay, die Viecher machen schon einiges an Schaden. So. Ist aber nicht so schwer, gegen die zu gewinnen. Gibt's hier unten etwas zu entdecken? Nee, okay. Glaub nicht. Nein. Ich weiß nicht, was das für Viecher sind. Fresius heißen die, okay. Und halten aber nicht viel aus. So, hier gibt es wieder einen Speicherpunkt. Nämlich schon wieder. So, was haben wir für Objekte, die Riku benutzen kann?
haben wir nichts mit Elektroflächenschaden. Schade eigentlich. Dann benutzen wir eben Handgranaten. So, wenn man hier trainieren will, hat man jetzt also die Möglichkeit zu trainieren. Wenn man nicht trainieren will, so wie ich, dann geht man einfach schnell weiter, macht ein paar Kämpfe. Und dann versucht man hier durch das Tor rauszukommen. Aber... ihr könnt euch vielleicht noch erinnern an den Schutzdrachen von Bevern. Und dieser ist nun wieder hier erschienen. Allerdings hat er diesmal den Todzustand. Wir können hier auch durch das Tor abhauen, wenn wir das zweimal machen. Allerdings verpassen wir dann einige Kisten. Der Kampf ist eigentlich ganz einfach. Ich setze erstmal Hast ein. Der Kampf ist wirklich ganz einfach hier. Nämlich müssen wir lediglich zwei Phönixfedern hier auf diesen Boss einsetzen. Und die machen nämlich sehr viel Schaden, wie ihr gesehen habt. Weil dieser Boss ist im Zombie-Status, das heißt Heilmagie heilt ihn, schadet ihm natürlich. Und zwei Phönixfedern reichen, um ihn vernichten zu besiegen. Also dieser Kampf ist echt lächerlich, wenn man das mit den Phönixfedern weiß. So, jetzt diesmal ist der Drache hier, glaube ich, endgültig tot. Tja, wir bekommen sehr viel AP. Ja. Und jetzt können wir hier so normal weiterschwimmen. Ab jetzt gibt es hier auch keine Zufallskämpfe mehr. Und hier gibt es mal eine Truhe. Mit einem Gegentreffer. Das ist eine Waffe für Walker, dass er einfach einen Konter macht. Ja. Wenn man hier im Kampf das gemacht hat, zweimal Tor öffnen, dann haut man einfach hier ab bis zu dieser Stelle hier und dann geht der Kampf hier weiter. Allerdings kann man diese Truhen hier dann nicht mehr aufheben. Das heißt, man kann die dann nicht öffnen, weil man mitten im Kampf hier vorbeischwimmt und ja. Also wenn man diese Truhen hier haben will, dann macht man das nicht. Dann setzt man einfach zwei Phönixfedern ein und das war's. So, jetzt können wir hier entspannt weiterschwimmen ohne Zufallskämpfe. So, und hier vorne ist jetzt auch schon der Ausgang. Yuni! You're all right? We were so worried. It's good to have you back. Thank you. Kinnock.
Why you? I have saved him. He was a man who craved power. And great power he had, but he feared losing it. Trembling at unseen enemies, he spent his days scheming petty schemes, chased by his fears, never knowing rest. You see, now he has no worries. He has been granted sleep eternal. Death is a sweet slumber. All the pain of life is gently swept away. Ah, yes. So you see, if all life were to end in Spira, all suffering would end. Don't you see? Do you not agree? That, Yuna, is why I need you. Come, Lady Yuna. Come with me to Xanarkand, the lost city of the dead. With death on our side, we will save Spira. And for this, I will take from you your strength, Yuna, your life, and become the next Sin. I will destroy Spira. I will save it. You're totally nuts! Unpleasant. Very well. I will give you your death. You seem to want it so. Run! Protect Yuna! Go! No way! I'm fighting! I said go! He's a guardian. Protecting you is everything. Auron! That's right. We're all guardians. Yeah, and you know what that means? Yuna, anywhere you go, I'll follow. Anywhere I go? Yeah, anywhere. Well then, let's go! Hey, Kamari! Leave some for us! Hey, wait for me! Me too! I'll go too. Okay. Zuerst sollten wir abhauen. Jetzt wollen sie doch Kimabe helfen. Alles klar. Doch zuerst wird hier mal gespeichert. Ja, und diesen Part werde ich somit nun beenden. Und beim nächsten Part werden wir dann hier Kimabe helfen, gegen Seymour zu kämpfen, ja. Na Leute, danke fürs Einschalten. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.